und ihre Sprache geht weit an uns vorbei. Doch wenn sie lächelt, lächelt sie mit Leichtigkeit dir dein ganzes Herz entzwei. Ihre Liebe verstreut sie filterlos, wie der Tag sein täglich Licht. Und die paar fremden, grauen Blicke fallen gar nicht ins Gewicht. Ihre Welt kennt tausend Farben, und die sind vom Nutzwert frei. Und wenn sie strauchelt und wenn es regnet, es regnet an ihr vorbei. Sie ist ein Sommerkind, sie ist ein Sommerkind, wie es die meisten Menschen nicht mal mehr im Sommer sind. Sie ist ein Sommerkind, sie ist ein Sommerkind, und sie hängt ihr leises Lächeln in den Sommerwind. Sie ist ein Sommerkind. Gott gibt, der lacht nun über Pläne. Aber auch dort, wo für uns nichts ist, nimmt sie immer etwas wahr. In jeder Stille gibt es Töne, leise, unhörbar. Sie ist ein Sommerkind, sie ist ein Sommerkind, wie es die meisten Menschen nicht mal mehr im Sommer sind. Sie ist ein Sommerkind, sie ist ein Sommerkind, und sie hängt ihr leises Lächeln in den Sommerwind. Sie ist ein Sommerkind. Keine Funktion im Gesamtsystem, sie ist nur, weil sie ist. Es gibt niemand, der sie braucht, der sie benutzt, aber auch niemand, der sie vermisst. Sie ist ein Sommerkind, sie ist ein Sommerkind, wie es die meisten Menschen nicht mal mehr im Sommer sind. Sie ist ein Sommerkind, sie ist ein Sommerkind, und sie hängt ihr leises Lächeln in den Sommerwind. Sie ist ein Sommerkind, sie ist ein Sommerkind, wie es die meisten Menschen nicht mal mehr im Sommer sind. Und jetzt kommen wieder zwei Herren auf die Bühne. Einer, beide verbindet etwas, beide kommen ursprünglich von den Bergen. Der eine von den Südtiroler und der andere von den Schweizer Bergen. Der von den Schweizer Bergen ist dann nach Berlin gegangen, schreibt sehr lyrische, sehr poetische Liedtexte, die durchaus in einer ehrlichen Kästner-Tradition stehen. Und der wird jetzt als erstes auf die Bühne kommen, und das ist Roger Stein. Und anschließend kommt Dominik Blanker, ein Südtiroler, der normalerweise um diese Zeit auf der Alm ist, aber ich konnte ihn runterlocken. Also freuen Sie sich bitte auf Roger Stein.